Der geht dann da hinten durch, mal auch in eine Schlucht rein, wie auf der anderen Seite. Und so eine Pseudo-Schlucht. Wobei, die können wir dann auch ein bisschen größer machen. Und zwar meine ich im Prinzip sowas dann wie hier, aber ein bisschen größer und auch ein Stück weit länger. Wo man dann hier schon ein bisschen das Gelände steiler hat. Ja, hier oben dann habe ich noch ein... Genau, hier sind wieder ganz viele Tintenfische drin. Hier oben habe ich dann auch schon noch ein bisschen weiter gemacht. Kommt dann hier mal ein Weg. Und da haben wir hier einen Holz... Gottes Willen. Einen Holzfäller. Ist jetzt auch nur angefangen, fehlt auch noch ein bisschen was. Baue ich schon mal ein paar Türen rein. So. Angefangen. Hier oben kann auch dann nochmal eine kleine Dachetage rein. Wo haben wir denn hier Slabs? Tropenholz möchte ich nicht nehmen, nämlich auch Schwarzeiche für. Und zwar kann das dann hier auf die Höhe. Halt. Der Block hier sollte nicht raus. Und das sollte da nicht hin. Mann, bin ich halt wieder gut. Bin gerade... Oh, ich hatte schon mal überlegt, wie ich das dann hochgehen lasse. Also da... halt... gut, hinauf. Aber... wobei, wenn ich jetzt hier... machen wir das mal so... so und so... können wir ja... doch, das funktioniert sogar. Das funktioniert. So, zack. Und hier geht sogar noch mal ein eher hoch. So. Kommt man dann hier noch mal auf den Dachboden. Zack. Und man dann hier... auf den Dach vom Schuppen schaut, auf das Dach vom Schuppen schaut und hier dann noch mal so ein bisschen raus. Und ich habe festgestellt, dass es heute extrem viel regnet in meiner Aufnahme. Frage mich nur warum. Genau. Jetzt hänge ich noch an der Tür fest, ne? Ganz großes Kino heute. So, Moment. Dann machen wir Zäune hin. Dann hier dann, wie gesagt, der Weg. Hier dann noch ein kleines Holzlager mit allen möglichen Holz drin zum Verarbeiten. Hier hinten nochmal ein paar längere Stämme und hier hat er auch gerade einen Baum gefällt. Deswegen dann auch das Gras ringsrum ein bisschen weniger schon. So. Dann müssen wir dann noch ein bisschen was wegmachen, damit es auch aussieht, als ob er dort lang gelaufen ist. So. Und hier kommt auch noch ein bisschen was hin. Und dann hier oben. Genau, einfach mal ein gefallener Baum. Und heute mache ich hier mal ein bisschen die Ecke weiter. Muss gleich niesen, das ist blöd, ne? Naja, gut. Ja, versuch's mal zu lassen. Und hier wollte ich dann... den einmal hier so ein bisschen in die Richtung rumgehen lassen auch. Ich meine jetzt hier, oh, das war jetzt vielleicht nicht so eine Idee. Ich nehme dafür doch mal Erde. Ist das normale? Ja. Es gab ja dann ab 1.8 auch noch irgendwie diese grobe Erde, aber die haben wir jetzt hier gar nicht drin. Da wollte ich dann hier einmal so rumgehen lassen. Und dass wir dann den Hügel hier oben schon mal ein bisschen abschließen. Und hier unten gehen, kann man hier so ein bisschen eine Fläche hinmachen. Da dann auch hier noch ein bisschen weiter vielleicht rumgeht oder so eine größere Ebene nochmal machen. Weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall sollte er dann hier so ein bisschen rumgehen.
Und hier hat man ja auch noch ein bisschen die Freiheit und dass man dann sagen kann, ja, ich mache das doch ein bisschen natürlicher oder auch ein bisschen felsiger, keine Ahnung. Ich hoffe ja auch, dass das einigermaßen natürlich aussieht. Ist zwar ein bisschen übertrieben, aber ich denke für eine Fantasy-Welt trotzdem ganz gut. Und jetzt wird es natürlich wieder dunkel. Ich hoffe, man anders. Times of Day. Regen machen wir auch aus. Bei den Pisswettern will ja auch keine Sau arbeiten. Genau, hier der Hügel, der einmal hier so rum und dann hier vielleicht nochmal ein Stück wieder in die Richtung. Ich mache jetzt erstmal bis dorthin. Hier ist das Ganze. Kommt dann auch wieder ein bisschen Wald mit drauf, natürlich. Wenn ich jetzt auf der Karte schaue, ja doch, die Ecke wird an sich schon ein bisschen größer. Ist natürlich jetzt wieder extrem spannend, wenn ich hier so einen Hügel aufschichte. Das müsst ihr mir nicht sagen, das weiß ich auch. Aber, da ich das gerne mache, na, macht das wirklich ganz sehr gerne. Also momentan muss ich sagen, macht mir das ja extrem Spaß. Vor allem, weil ich ja auch offline was bauen kann und euch dann einfach zeigen kann. Das macht mir eigentlich somit am meisten Spaß und momentan bin ich auch noch so ein kleines bisschen in der Vorproduktion. Da kann ich mir das eh noch ein bisschen mehr leisten. Und da ich ja gerade auch auf meinem Kanal nicht so viel mache, nicht ganz so viel mache wegen Zwischenprüfung etc. pp. Habe ich da auch ein kleines bisschen Zeit noch hierfür. Halt, ja nicht mehr. Erstmal nur bis dahin. Ja, aber wie gesagt, da habe ich auch eine schöne Zeit dazu. So. Ich werde dann hier auch wieder ein bisschen Pozol, ein bisschen Waldboden mit einbringen. Aber das dann erst, wenn der Hügel soweit fertig ist. So. Schauen, wie das erstmal so aussieht. Ja doch. Ich finde es gut. Wenn es dann alles bewachsen und noch ein bisschen bewaldet ist, erkennt man nicht mehr. Wo würde man so nicht mehr denken, dass das einfach nur mal hingebaut ist? Und das ist ja auch genau das, was ich hiermit machen möchte. Einfach was bauen, ohne dass man weiß, dass es so hingebaut wurde. Sachen dauern so, ich weiß, es tut mir furchtbar leid, wenn das jemanden stören sollte. Und soll ich hier, oh, baue ich hier vielleicht noch mal irgendwas rein in den Wald? Ich war gerade am überlegen, ob ich hier noch irgendwie was reinbaue, das würde ich dann vielleicht da unten machen. Kam da gerade eine Idee, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, da bin ich, ja doch, das habe ich schon mal erwähnt, so eine Art Magier hier mit reinzubringen, so einen kleinen, aber naja, muss ich mal schauen. Oh, na gut, egal. Zack. Dann könnte man ja dann da unten bauen, so ein bisschen größer oder so ein bisschen als Labor gedacht zum Beispiel. Und da man ja die Netherportale auch größer bauen kann mittlerweile, bietet sich das ja eigentlich an.
jetzt muss ich hier gerade mal kurz schauen. Es geht sofort weiter, ich habe nur gerade eine Idee. Machen wir das mal so. Und so, genau. Ich kann ja dann hier einfach mal so aus Spaß an der Freude einen kleinen, aber feinen See reinbauen. Gut, das ist aber ein bisschen zu weit. Einfach mal hier so einen kleinen See im Wald. Da war es finster und auch so wieder kalt. Ja. Man hat ja im Leben nichts Besseres zu tun, als hier einen kleinen See reinzusetzen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob von euch, also gerade du, den Livestream gesehen hat, den vorletzten, der letzte war ja gestern am 16., am Freitag, den 16.01. Ob von euch jemand den Livestream von Gronkh gesehen hat, wo er wieder in seiner Let's Show-Welt war, hat er ja noch alles alles gezeigt, was er, seitdem er damals keine Folge mehr gemacht hat, noch gebaut hat. Und es war ja wirklich, also puh, es war ja echt immens viel. Und die Sachen, die er da gebaut hat, ich meine, wir bauen jetzt hier so eine Welt in Kreativ. Das ist jetzt, es dauert lange, aber es ist jetzt, je nachdem, was man baut, nicht sonderlich schwierig. Aber was er da reingebaut hat, also da ist mir echt tiefer nach unten gefallen. Gerade die ganze Kanalisation unter seiner neuen Stadt, die er da gebaut hat, ausgeklügeltes System aus Abwasser, was auch alles miteinander verbunden ist, auch wenn man es nicht gesehen hat, das war ihm da egal und hat es einfach trotzdem verbunden. Also das hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Muss ich echt neidlos anerkennen, das hat mich beeindruckt. Und auch wenn ich sowas hier natürlich nicht nachbauen möchte, habe ich mir trotzdem ein paar Anregungen dazu geholt. Und die versuchen wir dann auch einfach mal umzusetzen, würde ich sagen. Hier nochmal und da nochmal. So, das Becken für einen kleinen See. Brauchen wir jetzt nochmal irgendwas zu... Ne, ich nehme mal roten Sand. Super. Warte mal, roter Sand. Sieht auch cool aus, hat was. Ich nehme mal grüne Wolle. So, Wasserebene. Ist dann die, also muss ich hier das alles zumachen. Weil wenn man ja Wasser jetzt einfach nur so drauf machen würde, dann würde das ja nicht stille werden. Weil es ja dann immer nach unten wegfließt. Und insofern machen wir erstmal eine glatte Wasserfläche und dann füllt sich das von unten ganz von alleine aus und bleibt an der Oberfläche auch strömungsfrei. So. Dann nehmen wir uns einen Wassereimer und machen erstmal kurz Tag. Und dann hier überall Wasser verteilen. Und nochmal den Regen ausmachen. Genau, wenn man jetzt hier einfach mal
Das machen wir anders. Ich nehme erstmal kurz die ganze Wolle weg. Muss nur schauen, weil wenn ich von der anderen Seite her gucke, sieht man es kaum. Das ist so ein bisschen doof.